Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Salzmann. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Geschätzter Herr Minister, zu sehr später Stunde heute, meine Damen und Herren, ist die Bildung noch am Wort. Aber es kann nie zu spät sein, um die Bildung zu Wort kommen zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine sehr kurze Wortmeldung, 3 Minuten. Länger haben wir nicht, aber das ist auch ausreichend. Ich darf, wenn Sie aufpasst, dann wisst ihr auch, was ich euch sage. Ich darf einen Abänderungsantrag einbringen, und zwar den Abänderungsantrag der Abgeordneten Magister Gertraud Salzmann, Magister Sibylle Hamann, Kolleginnen und Kollegen, zum Tagesordnungspunkt 30, Antrag der Abgeordneten Magister Dr. Rudolf Taschner, Magister Sibylle Hamann, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollex- und Vorbereitungslehrgänge, das Bildungsdokumentationsgesetz 2020 und das Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden. Ich bringe diesen Antrag ein und ersuche aufgrund des Umfangs den Präsidenten, gemäß § 53 Absatz 4 GOG die Verteilung an die Abgeordneten zu verfügen. Ist erfolgt, vielen Dank. Ich darf Ihnen hier auch die Kernpunkte des Antrages darstellen, des Abänderungsantrages darstellen, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Die Vorredner sind schon darauf eingegangen, wir werden die vorwissenschaftliche Arbeit weiterentwickeln. Und das halte ich für absolut notwendig. Seit 2012 gibt es die vorwissenschaftliche Arbeit in den Gymnasien, allerdings verpflichtend. Davor gab es die Fachbereichsarbeit, die freiwillig war. Wir werden jetzt diese vorwissenschaftliche Arbeit weiterentwickeln, weil wir einfach auch aus den vielen Jahren die Erfahrung gewonnen haben, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler diese vorwissenschaftliche Arbeit auch nutzen für eine Vorbereitung in die Universität oder auch, dass sie sie gut machen können. Das heißt, wir stellen die vorwissenschaftliche Arbeit freiwillig zur Verfügung. Ein Schüler kann, ein Maturant kann die VWA machen oder er kann noch eine sogenannte Projektarbeit jetzt neu machen, eine forschende, eine künstlerische oder eine gestaltende Projektarbeit im Zuge der digitalen Medien oder auch eines analogen Medienformates. Und er kann aber auch alternativ ein schriftliches Klausurfach wählen statt der Arbeit oder auch eine mündliche zusätzliche Prüfung machen. Das heißt, wir haben hier wirklich ein breites Potpourri für die Maturantinnen und Maturanten. Wichtig ist es auch, dass die Umsetzung bereits im kommenden Schuljahr möglich ist. Die Schülerinnen und Schüler des jetzigen 7. Jahrganges können bis 30. September 2024 auch wählen, welches Format sie haben möchten oder ob sie die VWA weiterschreiben möchten. Wichtig ist es uns zu betonen, dass insgesamt die Änderung mit nächstem Schuljahr greift. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist im Blick auf die berufsbildenden Schulen. In den berufsbildenden mittleren Schulen wird die Abschlussprüfung zur Gänze abgeschafft, weil die ja im fachpraktischen Unterricht schon enthalten ist. Die Diplomarbeit in den berufsbildenden höheren Schulen bleibt allerdings erhalten, weil daran ja auch die Befähigungen bezüglich des Niveaus 5 im nationalen Qualifikationsrahmen auch damit verbunden sind. Nachdem die NEOS ja sehr für eine Weiterentwicklung der Bildung heute schon das Wort geredet haben, gehe ich davon aus, dass wir eine breite Zustimmung für diesen sinnvollen und von allen Schulpartnern gewünschten Vorschlag auch haben. Schüler, Eltern und Lehrer, es ist eine Win-Win-Situation für alle. Herzlichen Dank und einen schönen Abend euch allen.